Willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg in Richtung Sumpflager, wollen da noch eine Quest machen. Da ist der ein oder andere Ork, den wir noch erledigen müssen. Auch noch, damit wir auch mit der Hauptstory vorankommen. Ich hätte eigentlich auch den anderen Weg nehmen können. Obwohl, vielleicht sind hier auch wieder ein paar Gegner, neue, gespawnt, durch den Wald. Hoffe ich zumindest. Die schöne Musik, wenn man in den Wald reingeht. Den da nicht. Den Schattenläufer lieber lassen wir. Aber der fehlt uns halt noch. Hier, die Schattenläufer. Irgendwie voll Bock so. Seitdem wir springen können, ich liebe es zu springen. So und so. Oh, ich liebe das wirklich, das macht so viel Spaß, finde ich. Ach ne, warte, dann die eine Brücke war ja da hinten. Was erledigen mussten, stimmt. Wir mussten nicht direkt zum Sumpflager runter. Genau, hier. Schade, dass man nicht rennen kann, sondern langsam laufen kann. Aussuchen kann, dass man langsam läuft. Jetzt werde ich auch noch angerufen. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. War ein bisschen längeres Telefonat. War vom Chef. Aber alles gut. Da gab es keinen Stress oder sowas. So, und dann wollen wir jetzt hier einfach mal weitermachen. Ob wir gegen die Orks hier ankommen. Da haben wir schon mal einen. Speichern mal hier. Sehen wir zu, dass wir den da vielleicht schon mal fertig machen. So, hier mal ein kleines Safe Game machen. Mal schauen, was da jetzt auf uns zukommt. Definitiv ein paar Orks, gehe ich mal von aus. Auch später. Okay. Sonst ist hier jetzt keiner. Jetzt müssen wir. Grüne Novize können verkaufen, definitiv.
Jetzt müssen wir aber eben kurz schnell was futtern. Komm, wir fressen mal den Reis. So, mal gucken, was jetzt hier alles auf uns zukommt. Da bin ich jetzt gespannt. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Ja, da kommt schon der Nächste. Komm her. Komm. So. Dessen Schwertern will ich jetzt auch alle mitnehmen. So. Gibt hier noch einen? Ja, da liegt noch einer. Hier noch ein. Der lebt noch. Wundert mich, dass die zwei nichts da machen. Die zwei Templer. Mondschatten, Mondschatten und Mondschatten. Sonst liegt hier jetzt nichts rum. So.
So, Kor Angar schickt mich. Ich habe tote Templer auf dem Wiki hier gefunden. Kor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Kor Angar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halb zerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Okay, wenn der mir folgen will, fangen wir erstmal hier an. Dann schauen wir mal. Ein rostiges Bastardschwert, Pfeil, Trank. So, noch ein Kruschpach. Pergamenthälfte, Stahlzunge, Kampfschwert. Aber ich sehe hier jetzt keine Orks mehr. Da unten, ne? Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Jo, die suchen wir dann mal. Ich glaube, aber hier runter springen wäre keine gute Idee. Durch die Seile laufen. So, nächstes Stollen. Das ist kein Stollen. Gehen wir mal hier hin. Da sind wahrscheinlich noch ein paar Orks, die auf uns warten. Wie der. Den Reis. Oder das Brot können wir auch mal fordern. Geht sogar ein bisschen schneller als der Reis. Was ist denn das für ein Geräusch? So. Machen wir nochmal ein Safe Game. So, was gibt's denn hier? Ich sehe nichts. Okay, ist nur eine Höhle, die nirgendwo hinführt. Wir auf einen anderen Bildschirm gucken. Hier ist auch nichts. Hier sonst auch nichts, okay. Dann halt da lang. Oder andere Opfer.
jetzt 1000 Jahre dauern. Super. Ja. Und wie geht's euch so? Ah, toll. Bin ich echt knöfte gerade. Kann nichts machen. Kann gerade wirklich nichts machen. Kann gar nichts machen gerade. Ich steck die jetzt fest. Warum? Kann ich auch nicht mehr machen. Kann gar nichts machen gerade. Was soll denn das? Das ist ja absolute Blödsinn gerade. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich versuche das zu beheben. Und bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ich hoffe, dieses Mal klappt es, ohne dass es wieder abschmiert. So, jetzt ist die Frage, hat jetzt ein Weilchen gedauert? Wo muss ich überhaupt lang? So, warte mal. Ich hol die mal hier hoch. Oder ich lock die mal hier nach oben. Wo ist denn der Dude? Wegen dem ich jetzt hier unten festgesteckt bin. Hier. Folgt er mir auch richtig? Ja. Okay, der folgt mir auch richtig. Schafft er auch. Okay. Gut, dann machen wir das mal so. Es scheint hier keine andere Pergamenthälfte zu geben. Es muss eine zweite Hälfte geben. Wir sollten alle drei Stollen gründlich durchsuchen. Okay. So, jetzt brauchen wir wieder eine Fackel. Da. Okay, hier ist nichts, dem Anschein nach. Gehen wir mal darin weiter. Hier ist auch nichts. Ist das Erz? Ne, das ist kein Erz. Hier geht's aber noch weiter. Ne, das sind die Orks, die ich vorhin erledigt habe. Geht's da auch noch irgendwie rein? Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Die Nischen? Was soll denn hier jetzt sein? Der steht jetzt die ganze Zeit hier vor. Also ich sehe da nichts. Ich sehe da was hinterm Gitter, aber ich sehe da jetzt keine Möglichkeit, irgendwie reinzukommen. Hier gibt es ja auch nichts, um weiter reinzukommen. Ich weiß jetzt nicht, welche Nischen er jetzt meint. Es gab hier noch einen Stollen, meinte er. Den da wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass er den hier meint. Okay. Hier brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr die Fackel. Leben.
auf Kunsch Orok. Wir heißen Kunsch Barok wieder. Komm. Das war jetzt ein bisschen heftig. So, fressen wir mal die Kräuter. Mondschatten gibt sogar 24 Lebensenergie. Brauchen wir Mondschatten. So. Und nochmal. Achso, es gibt so wenig. So, speichern. Wir können eigentlich hier drauf machen. Ich habe mich hier auch mal informiert gehabt, so beziehungsweise eine Frage gestellt gehabt auf so gewissen Foren. Der Reißlord ist nicht relevant. Aber wir hätten da noch. Und Lefty und so weiter, die sind für die Story. Also geil, wir haben eine Stufe aufgestiegen. Davon kommt noch einer. So, eine Waffe in den Bauerkorb mit. Jetzt brauchen wir wieder eine Fackel. Ich sehe hier gar nichts, was hier noch sein könnte. Nichts Relevantes. Außer hier Sklavenbrot. Gibt es hier noch irgendwie andere Wege? Gehen wir mal da hoch. Hier geht es nicht hoch. Okay. Gibt es hier noch irgendwie? Hier haben wir eine Tür. Zumindest sieht es aus wie eine Tür. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Ist ja da unten. Und da gab es ja auch noch was. So ein Loch, wo man hin konnte. Was, wenn wir durch das Loch da springen? Hier dieses eine. Kommen wir zu ihm. Und sonst ist hier nichts. Jo, erstmal Schaden genommen. So, wie kommen wir da rein? Es scheint hier keine andere Pergamenthälfte zu geben. Es muss eine zweite Hälfte geben. Wir sollten alle drei Stollen gründlich durchsuchen. Habe ich schon alle drei. Gibt's ja auch nichts. Der läuft mir jetzt hinterher. Wieder. Ich glaube, da drinnen können. Da sind nur ein paar Tränke, aber rein komme ich irgendwie nicht. Und ein Loch war ja da oben. Wenn ich mit ihm jetzt. Der läuft mir jetzt wieder hinterher. Wenn ich mit ihm jetzt wieder nach oben gehe. Kann ich mit denen reden? Nee. Sind wahrscheinlich anscheinend
wissen es nur halt nur noch nicht. Kann auch sein. Ich hoffe, ihr könnt das nicht hören. So, Luca, wo bist du? Der King war wieder fest, ne? Hä, wo ist er hin? War er nicht mit hier hingekommen? Oder steckt er noch da vorne irgendwo fest? Das. Ah, hier geht's auch noch weiter. Oder nicht? Okay, anscheinend ja nicht. Hä? Anscheinend bin ich zu doof dafür. Funktioniert so auch nicht. Nee. Das will so nicht. Bitte sag mir jetzt nicht, dass er da wieder hängen geblieben ist. Ich finde super mit dem. Wie der immer irgendwo hängen bleibt. Jetzt steckt er da fest. Ey, das kann doch nie wahr sein. Jetzt kann ich nichts machen. Jetzt warte ich auf den Dude. Ah, kann doch nicht wahr sein. Kann ich mir wenigstens einen rauchen? Hier? Erfahrung plus 5, was? Okay, das funktioniert nur einmal. Aber ich kann mich jetzt nicht bewegen. Ja, dann würde ich sagen, diese Folge beenden wir mal ein paar Minuten früher. Und ich sehe zu, dass ich das irgendwie gefixt kriege. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.